Hallo Guides und herzlich willkommen zurück zu RuneScape Questlog Hype. Oh Gott, ich habe die Musik schon wieder kaputt gemacht. Moment. So, aus. Böse. Oh Gott, die Lieder sind fusioniert. God damn it. Okay, ich denke, das wird schon passen, alles klar. Ja, heute machen wir das Abenteuer, das Ende von Astel oder so. Moment. Nicht gestohlene Herzen, fuck this shit. Na, wo war das denn? Ach, Schatten über Astel. Genau, ganz am Anfang des Spiels kommen wir nämlich, sind wir an so einer Insel und da ist der Zwerg und mit dem kommen wir hier rüber zum Festland. Habe ich euch nicht gezeigt, aber hey, jetzt wisst ihr es. Und wir gehen zurück zu der verborgenen Heimat, die wir in diesem Let's Play noch nie gesehen haben, um dieses Abenteuer zu machen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, weil ich weiß, dass viel am Kämpfen sein wird und tun. Ich habe mir meine Kampfausrüstung, meine Fernkampfausrüstung, gutes Essen und das Amulett der Verteidigung gegeben. Das sollte relativ gut passen, hoffe ich jedenfalls. Wir werden mal sehen, wie das ablaufen wird. Wir sprechen auf jeden Fall erstmal mit Gudrek. Was für etwas Hilfe, wa? Nee. Mir sind ein paar beunruhigende Neuigkeiten zu Ohren gekommen, Junge. Wie du bestimmt weißt, werden Vorräte regelmäßig mit der Fähre nach Estelle gebracht. Seit einer Woche jedoch kommen die Schiffe mit der ganzen Fracht noch an Bord wieder zurück. Scheinbar ist die Insel komplett verlassen. Nicht eine einzige Seele ist zu finden. Und die Matrosen sagen, dass der Ort von einer bösen Aura umgeben ist. Natürlich würde ich der Sache gerne auf den Grund gehen, aber ich bin einfach zu alt für Abenteuer. Ich brauche jemanden, der nach Estelle reisen und sich die Sache ansehen kann. Okay. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, Junge. Wenn du bereits überpreisen bist, geh einfach zum Dock und nimm das Schiff. Viel Glück, Jüngchen. Ja, danke. Ich habe mich so gut vorbereitet, weil ich halt alle Kampffähigkeiten trainiere. Bedeutet, unsere Kampfstufe ist höher, als sie eigentlich sein sollte. Wir sind eigentlich schwächer als Level 42. Weil wir halt nur eine von den Kampffähigkeiten, die trainiert wurden, anwenden können. Also gleichzeitig. Und deshalb habe ich so übertrieben mit dem Essen und sowas, dass wir halt das wirklich auch schaffen. Weil ich meine, diese Quest war gar nicht so einfach. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Wir segeln mit dem epischen Schiff, um Estelle zu retten. Dann. Also mal sehen. Ja, nimm ruhig die Estelle-Musik, falls es eine gibt. Oh, okay, das geht. Ziehen wir schon mal unsere Waffe. Ich habe nämlich kein gutes Gefühl bei der Sache. Zack. Das ist Estelle. Hier haben wir angefangen. Wobei es halt echt nicht spannend war, sondern einfach nur ein bisschen Tutorial. Oh, hier kannst du angeln. Oh, so kämpft man, du Faggot. Oh, hier kannst du was kochen. Oh, hier kannst du was schmieden. Den ganzen Shit. Hey, guck mal. Jetzt beziehen wir mal diese Klaue. Die Kreatur, von der das hier stammt, muss ziemlich groß gewesen sein. Okay. Ich glaube, da ist jemand, ein NPC auf jeden Fall. Da wollen wir hingehen. Da ist echt wer. Die Lucy. Wer sind Sie? Ich bin hier, um zu helfen. Oh, Sachatomin sei Dank. Was ist hier passiert? Wir wurden von diesen Kreaturen angegriffen. Furchtbaren Kreaturen. Wie aus einem Albtraum. Sie sind aus dem Nichts erschienen und bevor wir wussten, wie es uns geschah, waren wir von ihnen umzingelt. Wir haben Barrikaden errichtet. Wartet mal, nehme ich den Sound überhaupt richtig auf? Ja, tue ich, okay. Wir haben Barrikaden errichtet, aber die Kreaturen sind einfach drüber geklettert. Ich bin ihnen entkommen, indem ich mich auf meinen Dachboden versteckt habe. Aber die anderen hatten nicht so viel Luck. Wo sind die Kreaturen jetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht gesehen, wo sie hin sind. Und ich habe nicht genau. Ich habe mich nicht getraut, mein Versteck zu verlassen. Ich vermute, dass sie sich irgendwo unter der Insel verstecken, aber ich bin mir nicht sicher.
Was mit den übrigen Einwohnern geschehen? Die Kreaturen haben sie verschleppt. Aber ich weiß nicht wohin. Ich sehe immer noch vor mir, wie der arme Digori weggezerrt. Wie sie den armen Digori weggezerrt haben. Oh, es war einfach schrecklich. Warum haben sie die Insel nicht verlassen? Warst du ganz alleine? Man braucht mehr als nur eine Person, um ein Schiff zu segeln, wissen Sie? Nein, alles, was ich tun konnte, war zu warten und zu hoffen, dass jemand kommen würde, um mir zu helfen. Hier waren doch Leute, die halt die Vorräte bringen wollten. Und jetzt sind Sie hier. Ich muss zum anderen Ende der Insel gelangen. Sie können mich doch hier nicht zurücklassen. Sie müssen mich in Sicherheit bringen. Ich muss die anderen Einwohner finden. Aber ich verstehe. Wenn Sie uns an, wenn Sie ans andere Ende der Insel wollen, sollten Sie am besten durch die Kanalisation gehen. Die Barrikaden müssten es Ihnen erschweren, durch die Straßen zu kommen. Und Sie wollen nun wirklich nicht von der Kreatur erwischt werden, während Sie gerade einen Stapel Fässer klettern. Wenn Sie durch die Hintertür gehen, finden Sie dort den Eingang zu der Kanalisation. Bitte seien Sie vorsichtig und vergessen Sie mich nicht! Okay. Gehen wir in die Kanäle. Der Ebschild, Chlorats, der kennt nix. Es wird easy. Oh mein Gott, ein mächtiges Geschöpf! Hast du die Dorfbewohner festgehalten? Stirb! Jetzt können wir nach Hause gehen, eine Gefahr weniger. Ein Rattenschwanz. Scheiße, ich habe keinen Platz für einen Rattenschwanz. Egal. Ich brauche eigentlich einen für einen Trank. Ach, egal. Fuck this shit. Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Gold. Gold können wir einmal mitnehmen. Das Spiel laggt sich ein bisschen durch, ne? Also, unbelievable. Heute ist ein bisschen schlimm. Aber soll's, Guys. Alles cool. Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also, ich komme jedenfalls klar. Ich hoffe, ihr auch. Yeah. Na, der Bad Boy wird gerackt. Nimm das, du Mistvieh! Wie ihr seht, hat er keine Kampfstufe. Er bezieht sich auf unsere Kampfstufe. Die ist nicht sonderlich hoch. Also, die ist schon zu hoch. Deshalb hat er eine Höhe. Deshalb ist er eigentlich stärker als wir. Aber die haben hier scheinbar keine. Scheiße, wie nennt sich das? Keine Schwächen. Bitterfisch. Ja, können wir ja mal mit dem einfach essen. Der ist so super scheiße, aber hey. Nom. Gut. Noch mehr Geld. Geld ist immer toll. Leute, Geld ist immer toll. Da ist noch eine kleine Kanalratte. Die wird gerackt. Bam. Hard Rock. Okay, Entschuldigung. Lässt denn jede Ratte den Rattenschwanz fallen? Interessant. Ja, komm, wir werden uns jetzt nicht mit kleinen Mäuschen auseinandersetzen. Wir nehmen uns über das Gold hier. Und gucken mal weiter. Hier fließt irgendwas runter. Und eine Gülle. Geil. Ah, da ist noch so ein Vieh. Fick dich! Du Miststück! Bei der Macht des Chloratzes! Du wirst gerackt, Scump! Wir sollten mal vielleicht nicht so hart auf die Fresse bekommen, okay. Der Furien Move! Zack, zack, zack. Okay, wir müssen uns heilen. Das hier macht tatsächlich richtig viel Schaden. Ah! Chill, du Mist wie. Oh Gott, das wird echt eklig, Leute. Das wird echt eklig. Okay. Jetzt fragen wir den Scump. Alter, der kann einen sogar paralysieren. Und das ist erst ein Speer. Boah, das wird richtig eklig, die Mission. Ich sehe ja schon. Fick dich. Ja, die scheiß Bitterfische nehme ich auch mit. Wohl, den einen halt wenigstens. Den einen Fisch, ja. Gut gedeutscht. Okay, gehen wir nach oben. Kann ich den Zug verlassen? Ja. Ich hoffe, wir heilen uns. Ah, wir sind geheilt. Voll. Okay, cool. Wir kommen klar gegen diese kleinen Speer, aber gegen so Krieger von den Viechern, das wird hart. Hm. Wie kommen wir eigentlich darauf?
Ach ja, meine Nachbarn renovieren immer noch, also falls ihr einen Klopfen hört, das sind die Faggots. Tut mir leid. Aber das, da kann ich auch nichts tun. Ja, wie kommen wir eigentlich darauf, bis zum anderen Ende der Insel zu kommen? Was ist los mit uns? Alter, da sind zwei von den Faggots. Vielleicht sollten wir es mit Fernkampf versuchen. Zack, zack, zack. Okay, passt. Okay, Leute. Okay. We got this shit. So. Erstmal volles Pfund aufs Maul. Das Stück Scheiße schießt halt auch mit irgendwas, ne? Alter, jetzt lass mich doch in Ruhe leben, Junge. Tschüss. Schön, dass die Musik ausgefallen ist. Das ist immer toll in diesem Spiel. Die Musik ist so das größte Marco. Die hat doch früher auch funktioniert, Jackets. Was ist los, Decker? Was ist los? So, fick dich. Du hast keinen Bock mehr, finde ich gut. Du bleibst auch am besten dort, wo du bist. Mein Schatz. Dann brennst du ein bisschen. Und dann kriegst du unsere überaus mächtige Spezie ab. Gleich. Vielleicht. Chill. Nicht so ungeduldig. Okay, jetzt. Get wrecked, Scump. Okay, sehr gut. Puh. Ja, die gehen wenigstens gut DP. Musik, please. Bitte funktioniere. Düstere Zeiten, Alter. Okay, meinetwegen. Ja, wir wollen auf jeden Fall unsere Pfeile wieder haben. Gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht sollte ich doch lieber auf Nahkampf gehen. Auf die Nahkampfrüstung. Ich bin mir nicht sicher. Sie haben eh keine Schwäche. Ist eigentlich egal. Aber ich glaube, als Fernkämpfer deal ich mehr Damage und kann sie ein bisschen weiter weg von mir halten. Obwohl, die können eh Fernkampf. Ach, scheiße, ich weiß doch auch nicht. Gucken wir jetzt die Bürste an. Hey, what's that, motherfucker? Oh. Oh. Praktisch, als hätte ich es gewusst. Hab ich auch. Oh. Ja, ich will die Treppe runtergehen, Schatz. Kriegen wir eine Heilung? Ja, kriegen wir. Okay. Na, ich glaube, ich nehme mir doch lieber die Rüstung. Ich fühle mich damit etwas sicherer, weil die halt bessere Verteidigungswerte hat. Alter, diese Kackviecher, ne? Gott sei Dank hat der keinen Bock auf uns. Finde ich gut. Muss mal wegrangen, den Scum. Wir können ja ein bisschen beten. Kann man ja mal machen. Erstmal wegtreten, das Stück Scheiße. Stören. Okay, nice. Solange unser Gebet noch drin ist, können wir den direkt angreifen. Fick dich. Ich bin eine große, mächtige Chlorat. Aus Minekraft. Und ich verbiete es, dass ihr hier rumhängt und kacke seid. Fuck him! Oh scheiße, mein Fankick hat nicht funktioniert, wir sind betäubt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, finish es! Oh, okay, alles cool. Gut, wir können die Gebete mal alle ausschalten. Alles klar. Alter, was für ein ekliges Kackvieh. Wir können uns ja den Schmuggler mal angucken. Du benötigst freien Inventarplatz. Oh, erstmal die scheiß Fischer. Zack, zack. Okay. Beim Suchen des Leichnams hast du ein ledergebundenes Tagebuch gefunden. Inhalt, Benaf. Okay, Benaf. Wir haben heute Land gesichtet. Archer hatte recht, die Höhlen sind tief und es gibt mehr als genug Platz für die Kaiserin. Die Einwohner der Insel scheinen nicht einmal zu wissen, dass hier unten eine Höhle, also dass es die Höhle überhaupt gibt. Den Göttern sei Dank, das simple Volk. Die Höhlen werden ein perfektes Versteck sein. Wir haben damit angefangen, die Höhlen zu sichern. Williams hat ein Sicherheitssystem und ein paar Pfeile installiert, die ungewollte Besucher fernhalten sollten. Dieser Ort ist ziemlich unscheinbar, obwohl ich ein paar große Ovale mit seegrasbedeckten Gebilden an der Höhle entdeckt habe, die etwas ungewöhnlich sind. Captain Mulligan hat mir heute befohlen, die nordwestliche Kammer zu untersuchen. Ich habe eine Reihe von Löchern in der Wand gefunden. Große, gleichmäßig verteilte Öffnungen, in die ein Mensch passen würde. Ich habe in eine von ihnen hineingeschaut.
und etwas entdeckte, eine große Krabbe. So dachte ich jedenfalls, und habe sie mit einer Harpune angestupst. Sie hat sich nicht bewegt, also habe ich Siegfried gebeten, mir dabei zu helfen, sie herauszuziehen. Weiser Radomin, ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, was wir gefunden haben. Es war wie eine albtraumhafte Mischung aus Mensch, Krabbe und Tintenfisch. Keiner von uns sprach ein Wort. Wir starrten die Kreatur nur voller Entsetzen an. Dann bewegte sie sich plötzlich. Und bevor ich wusste, wie mir geschah, durchbohrte Siegfried sie mit einem Speer. Während sie starb, gab sie einen grässlichen, rüchelnden Laut von sich. Ich rannte zu Captain Mulgan und berichtete ihm von einem Fund. Er folgte mir zurück in zu dieser Kreatur und starrte sie lange an. Schließlich sagte er, wir sollten sie ins Wasser werfen und ging fort. Ich rannte hinter ihm her und flehte ihn an, diesen Ort zu verlassen. Aber er sagte, die Höhlen seien zu wertvoll für uns, als dass wir sie aufgeben könnten. Ich ging zu Siegfried zurück und gemeinsam zerrten wir die Kreatur ins Meer. Oh, es geht noch voll weiter, okay. Letzte Nacht habe ich sehr schlecht geschlafen. Ich wurde von schlimmsten Albträumen geplagt. Gerüchte über die Kreatur haben die anderen erreicht. Die meisten wollten nur abreisen. Zum Glück hat das Captain Mulgan endlich überzeugt. Vielleicht hat er eingesehen, dass es besser ist, diesen Ort zu verlassen, als seine Crew zu verärgern. Er hat den Befehl gegeben, die Abreise vorzubereiten. Lege es an mir, würden wir diesen verdammten Ort sofort verlassen. Aber Mulgan will, dass wir zunächst alles Wertvolle einsammeln. Sorry, Leute. Okay, besser. Ja, leg es mir wertvoll einsammeln. Okay. Ich wusste, dass wir hätten abreisen sollen. Jetzt ist es spät. Es geschah um die Mittagszeit herum. Anders und Percy trugen gerade Holz an Deck. Als Anders auswutschte und stürzte, er fiel sehr ungünstig und hat es irgendwie geschafft, eine der Kanonen aus ihrer Haltung zu stoßen. Beim Aufprall auf das Deck ging sie los. Der Knall war so laut, dass ich zunächst dachte, die Decke würde einstürzen. Als die Klingeln in meinen Ohren abbebte, hörte ich ein Geräusch, ein trippendes Schnarren, scharrendes Geräusch, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Plötzlich schrie Anders auf und deutete auf die Höhlenwand. Alter, wie lange geht das denn noch? Okay, wir sind fast am Ende. Wir haben es fast geschafft, Guys. Höhlenwand. Ich folgte seinem Blick und sah eine dunkle Gestalt aus einer der Öffnungen kommen. Dann sah ich eine weitere. Das Kramgeräusch wurde lauter und Captain Mulgan erschien an Deck. Zu den Waffen, schrie er. Und alles stürzte ins Chaos. Eine der Kreaturen erschien an Deck, gefolgt von zwei weiteren. Schwerter wurden gezogen. Ich hörte Rufen, Schreie und das Klirren von Stahl. Ich sah Archer zusammensacken, sein Gesicht blutüberströmt. Immer mehr Kreaturen drängten auf das Schiff. Dann sah ich Mulligan, der von einer der Kreaturen festgehalten wurde. Ich hörte seine Schreie, als er in die Dunkelheit gezerrt wurde. Panik übernahm mich. Ich drehte mich um und rannte. Ich bin jetzt in der südlichen Höhle. Die Kreaturen auf der einen und das tobende Meer auf der anderen Seite. Aufs Meer hinauszuschwimmen wäre Selbstmord. Sieht also so aus, als müsste ich ihnen die Stirn bieten. Aber eines weiß ich ganz genau. Auf keinen Fall möchte ich so enden wie Mulligan. Sie kommen, ich kann sie hören. Okay. Ja, tut mir leid, Leute, das war vielleicht nicht so spannend für euch, aber... Ihr könnt ja vorspulen, ne? So ist nicht. Pro-Tipp. Warte mal, da liegt irgendwas. Seht ihr das auf der Karte? Hier? Ah, ihr könnt meine Maus wohl nicht sehen. Hier sollte irgendwas liegen. Aber hier liegt nichts. Doch! Bitterfisch! Geil, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, cool. Können wir immer gebrauchen, denke ich. Wir können den Scheiß eigentlich auch mal essen. Norm. Norm. Und die Schüsseln wegwerfen, weil was habe ich mit dem Kack? Zack. Zack, zack, zack. Okay.
Hier wird es, glaube ich, ein Rätsel geben. Ah ja, das erinnere ich mich, das ist ganz cool. Nicht sonderlich schwer, aber hey. Ist ganz gut, komm. Jetzt sitze ich da 8 Jahre dran, weil ich gesagt habe, es ist nicht sonderlich schwer. Wart ab. So, wir nehmen uns das mit. Wir nehmen uns das mit. Und wir nehmen das Pech mit. Gut. Dann stopfen wir mal den Schlauch hier. Du benutzt das Pech, um den undichten Schlauch zu reparieren. Dann drehen wir mal hier hin. Ja. Okay. Dann, das ist nicht kaputt, oder? Scheiße, keine Ahnung. Dann drehen wir mal hier weiter. Okay, simply amazing, Roxas. Dann packen wir hier den Shit rein. Du sollst die Gegenstände, die du gesammelt hast, kombinieren, du Arschloch. Okay. Zack, das ist ein Ventilrad zusammengebaut. Und zack, okay, und jetzt drehen wir das Ventil. Zack. Dann drehen wir das hier auch noch. Ach nein, nicht hier. Wir drehen das dort. Das macht keinen Sinn hier. Okay. Ah. Ich war als Kind immer voll fasziniert von Ventilen. Ich weiß auch nicht, wieso. Diese ungewöhnlichen Schalter, die man drehen musste. Wow. Die fand ich immer sehr impressive. Okay. Cool. Gehen wir. Hey, wir sind sogar geheilt. Das ist super. Das werden wir auch brauchen jetzt. Alter, sind einfach 3 Stück von den Wichsern. Aber wir gehen erstmal hier hin, sodass uns nur einer angreifen kann. Und wir treten ihn dann auch am besten nicht weg, sondern bleiben auch hier. Sonst wird das echt eklig enden. Stirb, Dunkeltüm! Okay, simply amazing, Roxas. Goal. Den bitte verstehe ich mehr. Und dann greifen wir diesen Scump hier an. Ich hoffe, der macht nicht seine MLG Pro-Attacke, die mir irgendwie 700 Schaden macht oder so. Dann kriegen wir den vielleicht down, ohne uns heilen zu müssen. Ich dachte, ich habe ihn fast, aber dann habe ich gemerkt, das ist ja mein Leben, das so weit unten ist. Scheiße. Okay, das wird genügen. Cool, der Kakool. Den rank ich mit Fernkampf, glaube ich. So, zuerst so, dann so. Das hat alles nichts funktioniert, sehr gut. Dann fackeln wir den Faggot ab. Ich würde gerne meine Spezi vollkriegen, weil die Fernkampf-Spezi super stark ist. Also ich glaube, ich hätte mich heilen müssen. Oh, ein Crit, sehr gut, das haben wir gebraucht. So, jetzt erstmal so und dann rennen wir ein bisschen weg. Ja, toll. Bringt uns ja viel, wenn der sich halt so heilen kann. Dann trinken wir halt den Wein. Okay, dann ist er down. Amazing. Yay, mehr HP, das können wir auch gebrauchen. Oh, scheiße, was passiert jetzt? Achso, können wir weiter, okay. Das sind schon eklige Viecher, ne? Ich glaube, das sind Zombies oder sowas. Das sind meine Pfeile und Stuff. Nehmen wir uns mit, sehr gut. Ja, dann gehen wir mal wieder auf die Rüstung, weil die mehr Verteidigung hat. Okay. Eine Brutkammer. Diese arme Seele wird von einem Karabinator verwandelt. Okay. Hey, hier ist eine Schatztruhe. Alter, diese Nachbarn oben, ne? Richtig eklig. Wenn du in der Schatztruhe findest, du ein bisschen Gold und einen ungeschleppten Saphir. Ah, man. Schlafen wir den Motherfucker. Zack, 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 zack. Bam. Amazing. Okay, gehen wir weiter. So, jetzt brauche ich wieder einen Goldbarren. Kann ich überhaupt Gold machen? Ne, ich glaube nicht, ne? Goldbarren, Goldbarren, Goldbarren. Doch, ich kann Gold machen. Kann ich Gold denn auch abbauen? Ja, nur um zu gucken, ja. Bergbau, 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 da. Gold, 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 Gold. Mit 40 erst. Scheiße, ich brauche Level 40 in dem Shit. Okay. Das ist ein Krieger. Und wenn die Speer schon so MLG waren, dann habe ich Schiss vor den Kriegern, Guys. Wir müssen mal gucken, wie das ablaufen wird. Alter, diese Faggots am Klopfen, ne? Was klopfen denn die Faggots die ganze Zeit? Was ist los? Nein, 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 nein! Töte mich nicht! Okay, alles cool. Der ist scheiße. Farm! Wrecked! Amazing.
So, der Effekt ist down. Sehr gut. Und die Musik hat gar keinen Bock mehr. Ich glaube, ich will Höhlenmythologie haben. So. Das passt irgendwie zu diesen ekligen Viechern. So, mal sehen. So, hier sind wieder diese Faggots. Und hier muss irgendwo ein Schalter sein. Da drüben. Jetzt! Die sind aber auch ziemlich dumm, dass sie auf diesen Dingern rumlaufen. Naja. Ein Mist viel weniger. Schalter, Schalter, Schalter. Irgendwo muss er doch sein. Ich glaube, wir müssen an denen erstmal uns vorbeischleichen. Diese eklige Kackviecher, ne? Eine mächtige, krammähnliche Kreatur. Hier ist noch so ein Player. Wir können vielleicht ganz schnell da lang gehen. Ja, amazing. Get wrecked, Scump! Bam! Und der andere ist auch tot. Super. Da liegt jemand rum. Okay, können wir aber nicht durchsuchen diesmal. Hier ist ein bisschen Wasser. Da ist noch eine Truhe. Super. Die durchsuchen wir auch. Gold und Saphire. Yay, Saphire. Erstmal die EP rausholen, bevor wir sterben. Na 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 da da da. Mal sehen. Wo könnte der Schalter sein? Keine Ahnung, wir rennen einfach weiter, wir rennen einfach weiter. Oh Gott, das ist korrekt. Nein! Alter, die Ficker one-hit uns einfach. Oh, aber wir starten wieder hier, das ist gut. Dann ist der Tod ja gar nicht so übel und wir haben nicht mal unsere Sachen verloren. Okay. Wir brauchen den Schalter unbedingt. Der wird bestimmt dort sein, oder? Ja. Da ist der Schalter. Und hinter uns ist der Faggot, also sollten wir uns ein bisschen beeilen. Aber nicht zu sehr, sonst sieht uns der andere Faggot. Get wrecked, Scumps! Farm! Wie wir einfach einmal gestorben sind. Richtig eklig. So peinlich! Naja, geht. Scheiße, es sind wieder zwei von den Faggots. Huch, mal Menschen! Fick dich, Scump! Okay, wir gehen erstmal dorthin. Da kann wieder nur einer auf einmal angreifen. Fick dich, Scump! Wisst ihr, was mir Sorgen macht, Leute? Am Ende dieses Shits ist noch ein Boss. Ey, yo, das wollte ich gar nicht. Geh zurück! Hey, Scump! Kloratz! Okay. So, jetzt will der kämpfen. Gut. Der rennt weg. Der hat Angst. Kann ich verstehen. Kloratz ist schon sehr krass, ne? Alter. Scheiße, Fische bringen mir auch gar nichts, Mann. Oh Gott, der ist wieder geil auf mich. Egal, es wird reichen. Wirklich Scump. Bam. Amazing. Okay. Jetzt, wie töte ich diesen Scump? Das ist jetzt eine gute Frage. Ah, hier ist auf jeden Fall nochmal eine Schatztruhe. Die checken wir ab. Finstens Smaragd, cool. Zack, 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 Schlitz. Bam, fertig. Das wird jetzt richtig eklig.
Wir essen auf jeden Fall erstmal unsere geilen sexy Fische und dann rennen wir rein. Decker, dann rennen wir rein. Ich frage mich, ob wir das schaffen, ey. Ehrlich, das wird hart, glaube ich. Hallo. Oh Gott. Scheiße, was soll ich eigentlich angreifen? Fucking Tentakel! Fick dich mit deiner Scheiße! Boah, wir machen kaum Schaden an einem Stück Scheiße, Alter. Boah, dieses Kackvieh! Töte es! Okay. Good job, Chlorat. Das nächste Mistvieh. Diese Kackviecher, ne? Rex weg! Immun gegen Confusio, ja toll. Boah, Alter, wie lange das dauert, dieses Mist hier überhaupt umzubringen, ne? Wie viel Schaden das Vieh uns einfach reindrücken kann. Erstmal heilen. Du bist als nächstes dran, du Mistvieh. Fick dich. Das ist, glaube ich, erst die erste Phase, ja. Oh nein, das ist einfach noch ein Tentakel. Okay. Fick dich, Scump. Get. Okay, fuck. So viel dazu. Get. Wrecked. Das macht einfach auch nur 40. Alles macht nur 40. Ich heule gleich. Okay. Jetzt der Shit Real, glaube ich. Alter, leck doch noch ein bisschen. Oh, scheiße, Alter. So ein fettes Mistvieh. Haus weg! Erstmal die Gebete an. Vielleicht kann ich seinen Moves ja ausweichen. Ein bisschen jedenfalls. Okay, Vorsicht. Wir gehen erstmal dahin, wenn er diese Scheiße macht. Ja, dann greift er mich mit dieser Scheiße an. Das ist auch behindert. Fuck. Vorsicht, weiter weggehen. Okay, so weit kommt er nicht mit seiner Scheiße. Jetzt greift er wieder an. Oh Gott, diese Scheißdinger. Gott. Stopp. Oh, Alter. Alter. Okay, wir müssen uns definitiv heilen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich gegen diesen Faggot vorgehen soll. Ich muss mal ehrlich sein. Wir stechen auf jeden Fall erstmal rein und bringen ihn zum Bluten. Fick dich! Scheiße, was macht der Faggot? Oh Gott! Okay, wie zum Fick ich auch immer an dem Shit ausgewichen bin. Ist okay. Fick dich! Der Faggot schützt sich vor dem Angriff! Leck mich! Oh, scheiße. Wir haben ihn zur Hälfte, aber wir haben keine Items mehr. Das ist echt eklig. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Chill, 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 chill. Wir bleiben erstmal kurz hier. Okay. Okay, unsere Chance ist die Spezi. Die Spezi könnte richtig viel, richtig gut Schaden machen. Fick dich mit deiner Scheiße! Get wrecked, Scump! Scheiße, hat die Spitze geschützt. Aber der ist fast tot, wir aber auch. Oh Gott, Leute, das wird richtig knapp. Fick dich, du Scump! Oh mein Gott, ich hab so Angst. Komm schon, Klobatz! Fick dich! Du Scump! Yeah! Und somit war Chlorat siegreich. Wieder einmal! Oh, Leute, ich hatte echt Schiss, dass wir dort sterben. Ja, hallo! Chlorat ist der coole Banger! Yeah!
Ach, Gloras ist schon wirklich sehr heldenhaft. Sie haben es geschafft, sie haben sie gerettet. Ja, hätte ich nie gedacht, dass ich meine Familie und Freunde je wiedersehen würde. Möge Saranomin sie beschützen. Können sie jetzt zum Festland zurück? Ja. Komm zurück, Jungchen, und herzlichen Glückwunsch. Klingt so, als würdest du ein schönes Abenteuer hinter dir hast. Und diese Kreaturen waren die ganze Zeit unterhalb der Insel. Schon, wenn ich darüber nachdenke, läuft es mir kalt den Rücken runter. Du hättest sehen sollen, wie groß ihr Anführer war. Unter der Oberfläche der Welt lauern so einige Dinge, von denen die meisten kehrt machen und davonrennen würden. Ja. Aber du hast dich nicht einschüchtern lassen, Jüngchen. Du solltest stolz auf dich sein. Gibt's eine Belohnung? Oh ja, hätte ich ja fast vergessen, hier, Jüngchen. Yay! Schwarze Perlen und so. Wir packen das mal alles in Angriff. Bam! Bonus EP. Und in... keine Ahnung was. Wie? Oh, du hast bereits eine schwarze Perle verwendet. Toll, ey. Gut, nutzen wir halt die Lampen hier eben. Bringen uns zwar nicht so viele EP, aber hey, kann man ja mal machen, Decker. Kann man ja mal machen. Zack. Simply amazing. Tagebucheintrag. Ja, okay, interessiert mich leider gar nicht. Cool. Gut, das weg. Das brauche ich nicht mehr. Das, fuck, das brauche ich nicht mehr. Den Schritt, ja Leute, als nächstes werden wir Goblin-Diplomatie machen. Das Abenteuer, das ist auch recht cool. Oder werden wir Goblin-Diplomatie machen? Mal sehen. Ja, Piratenstadt sehen wir uns auf jeden Fall auf. Wir machen wir Goblin-Diplomatie, Decker. Machen wir Goblin-Diplomatie, ja. Dafür müssen wir aber zuerst zur Bank und ein bisschen Kram wegtun. Und noch anderen Kram mitnehmen, den ich dafür vorbereitet habe. Stecken wir erstmal unsere Waffe weg. Und dann können wir irgendwann mal B gehen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Wo habe ich denn den Schatz? Kacke, ich glaube, ich habe ihn schon weggeworfen, oder? Weil ich Platz brauchte. Ja, scheint so, verdammt. Naja, macht nichts, dann packen wir erstmal den Kram dort rein. Zack, 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 zack. Packen wir das dahin. Simply amazing, Roxas. Ja. Packen wir den Kram mal kurz weg, zack. Ich brauche jetzt schon wieder mehr Goldbarren. Ne, ich heul gleich. Ne, eigentlich nicht. Die schwarzen Perlen tun wir mal dahin. Ich habe echt den Kack weggeworfen. Habe ich mir doch extra aufgehoben. Shit, scheint so. Habe ich wohl verkauft oder so. Ah, okay. Dann machen wir das halt einfach so. Wir können eigentlich laufen, wir sind fast da. In Traveler ist immer so gar keine Musik. Finde ich immer ganz schön schade. Aber naja, was soll's. Sag ich und direkt spielt Musik. Sehr gut, man muss sich nur beschweren, Leute. Was geht hier eigentlich ab? Achso, das ist der Berserker, Mensch. Ist okay. Der interessiert uns nicht so. Berserker finde ich echt eine langweilige Fähigkeit, aber hey. Die besagt zwar, dass wir bestimmte Monster töten dürfen. Und das war's. Glaube ich jedenfalls. Ich habe mich nie sonderlich damit auseinandergesetzt, muss ich ehrlich zugeben. Ah, was soll's. Beten wir mal ein bisschen zu Zamorak, wenn wir schon mal hier sind. Hier ist bestimmt ein Altar. Yeah! Dünn. Haben wir wieder mal ein paar Gebetspunkte. Das ist Dool. Hier ist ein kleiner Bär. Das ist auch Dool. Ach, da müssen wir hin. Nein. Was ist das für ein Symbol, Decker? Das frage ich mich jetzt. Ladevorgang. Bin wir da! Okay, schön. Dünn. Ach, Dunkelnase, Bote von Bandos, okay. Blödes Grün! Ja, okay. Die haben Spaß, die Goblins. Ja, Leute, das ist das Goblin-Dorf, die sind voll süß. Grüne Rüstung am besten. Nein, nein, immer rote Rüstung. Mensch, weggehen, wir beschäftigt. Wollen Sie, dass ich die Farbe der Rüstung aussuche? Ja,
Können grün sie aussuchen. Nein, sie rot müssen aussuchen. Wie wär's mit einer anderen Farbe? Wie sieht's mit einer anderen Farbe aus? Nicht grün oder rot? Dies bedeutet, dass ich falsch liege. Aber wenigstens auch Warzengesicht nicht richtig liegen. Ich nicht sagen können, ob mir gefallen. Wir müssen Rüstung sehen, bevor ich entscheide. Mensch, die Rüstung in eine andere Farbe uns bringen. Welche Farbe wir versuchen? Vielleicht Orange-Rüstung gut aussehen. Jupp, sie uns orange Rüstung bringen. Okay. Zuerst brauchen wir eine ganz normale Goblin-Rüstung. Die kriegen wir, wenn wir den Goblins die Fraser polieren. Und irgendwann droppen sie die. Oder aber... Und ich habe halt ein paar Goblin-Rüstungen schon gehabt. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen traurig. Aber hier finden wir auch eine Goblin-Rüstung. Das ist wohl. Dann müssen wir uns orangene Farbe holen. Die kriegen wir in Draenor. Ach, ein bisschen chillen, da kann ein bisschen chillen. Ah ja. Hui. Ach ja, ich mag die Goblins. Die sind toll. Und dann müssen wir zu unserer tollen, bekannten Hexe. Ach, keine Ahnung mehr, wie die hieß. Die mit den, halt, mit dieser Hexenlichtung und so und mit dem magischen Symbol für den Besen. Ihr wisst schon, Guys, ihr wisst schon. Eggie, genau. Was kann ich für dich tun? Farbmittel herstellen, Decker. Also wir brauchen Rot und Gelb. Das heißt, wir brauchen 2 Zwiebeln und 3 Rotbeeren. Okay, merkt euch das, Leute. 2 Zwiebeln und... 3 Rotbeeren. Oder waren das 3 Zwiebeln? Nein, 2 Zwiebeln und 3 Rotbeeren. Okay. Hier sind auf jeden Fall Zwiebeln. Den Shit nehmen wir uns mit. 1, 2. Und Rotbeeren finden wir in... Nicht in Lumbridge. Also ich glaube schon auch in Lumbridge, aber ich bin nicht sicher. Wir gehen erstmal nach Barok und holen uns dort 3 Bündel. Und das Gold haben wir ja sowieso immer. Wir haben 316.000 im Moment. Das ist jetzt nicht die Welt, aber naja. Das ist immerhin ein bisschen was. Nö, da kann man sich einen Keks von kaufen oder so. Ja, ja. Hm. Lauf, Glorats, lauf. Ach ja, die süßen schwarzen Magier. Die sind toll. An denen habe ich lange trainiert. Meine krassen Fernkampf-Skills. Das waren Zeiten, sage ich euch. Das waren Zeiten. Ich denke, eine stärkere Magie in dem Spiel, damit ich mehr LP bekomme. Ich weiß nicht. Wir nehmen uns auf jeden Fall ein paar geile Rotbeeren. Von den süßen Büschen hier. Bam, fertig. Okay, zurück nach Draenor. Ach ja, immer diese Farbmisch-Action. Hatte ich nie in der Schule. Obwohl, hatten wir das mal in der Schule? Doch, ich glaube einmal kurz hatten wir in der Schule Farbmisch-Action in Kunst. Ich habe Kunst immer gehasst, Leute. Kunst war so kacke. Boah. Es war einfach so unglaublich langweilig. Und Kunst vor allem hat sich darauf bezogen, nur Bildchen zu malen und so ein Scheiß. Ich finde, Kunst ist viel mehr als einfach nur ein paar Bilder. Aber hey, ist egal. Ist egal, Guys. Ist egal. Ich hätte gerne rotes Farbmittel. Okay, könnte ich bitte etwas rotes Farbmittel haben? Du gibst Eggie die Beeren und das Gold. Eggie holt eine rote Flasche, scheinbar aus dem Nix hervor und drückt sie in die Hand. Okay. Da hätte ich gerne etwas Gelbes. Acht mal, wie sie ihre MLG Pro Skills da einsetzt. Ist schon süß. So, dann fusionieren wir das. So. Haben wir Orange und zack. Und dann haben wir eine orangene Rüstung. Und dann können wir erstmal zurück nach... zum Goblindorf. Nach zum Goblindorf, ja. Genau, Leute, genau. Dun, 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 dun. Ach ja, Leute. Ich muss sagen, es kommt immer näher, es kommt immer näher. Die Mission, die ich nicht kenne, oder der Drachentöter. Das bedeutet, es kommt immer mehr, dass ich richtig hart leveln muss. Aber das ist okay, das wird schon ganz cool. Das wird passen. Kann ich ja mal versuchen, mal auf meine PS3 zu zocken und gleichzeitig zu leveln. Das sollte doch eigentlich gehen. Oh mein Gott, ich bin ein Genie. Das mache ich. Ja, wir brauchen nämlich mindestens Runiz-Level, nahkampftechnisch. Und Fernkampf und Magie möchte ich auch trainieren. Das ist schon ziemlich MLG Pro. Das wird zwar ewig dauern, so Ewigkeiten, so 30.000 Jahre. Aber hey, wird schon passen.
Ich allen Goblins im Dorf nur sagen, dass sie grüne Rüstung anziehen sollen. Sehe nicht auf dich, hör nicht jedenfalls sagen, sie sollen rote Rüstung tragen. Sehe auf mich, hör nicht auf dich. Sie wissen, ich größerer General. Ich größerer General, sie auf mich hören. Mensch, welche Farbe in Rüstung du ertragen? Da eine Hälfte, die eine Hälfte trägt rot und die andere Hälfte trägt grüne Rüstung. Schnauze, Mensch! Sie grüne Rüstung tragen, Mensch lügen, weil er Angst vor dir haben. Mensch, Angst vor mir, nicht vor dir haben. Ich der größere General. Was? Ich meine, Schnauze, ich größerer General. Solche Spastis. Ich habe ja eine orange Rüstung. Pickelnase! Ja, Herr General, was ein Gesicht? Diese Rüstung anziehen. Pickelnase geht in den Umkleideraum. Er erscheint wieder und trägt eine orange Rüstung. Was du denken? Nein, ich das nicht mögen. Es sich mit Farbe der Haut beißen. Wir dunklere Farbe wie Blau brauchen. Ja, Blau. Vielleicht gut aussehen können. Menschen uns bringen blaue Rüstung. Okay. Machen wir. Nein, ich wollte ihn nicht umbringen. Ach, egal. Ich meine, wir können hier noch mehr Rüstung als eine finden, deshalb. Toll, ich habe wieder versehentlich auf den Goblin geklickt. Egal. Fick dich, Goblin. Komme ich da gar nicht rein? Ich meine, das ging ja irgendwann. Naja, egal. Hier ist keine Rüstung mehr, ne? Nee, findest du aber nichts. Ja, wir können hier lang gehen. Aber hier können wir scheinbar nicht durch, oder? Ah, nein, können wir nicht, toll. Jetzt muss ich... Früher konnte man halt alle diese Container durchsuchen. Das war toll, der Kanal, das war toll. Eine große Holzkiste. Aber scheinbar geht das nicht mehr. Ja, was mache ich denn jetzt? Einfach Goblins klatschen? Bis ich eine Rüstung krieg? Ein bisschen dumm, ne? Gibt's hier nichts anderes irgendwo? Durchwühlen Säcke, ja, das machen wir. Ach, da ist die Tür. Habe ich gar nicht gesehen. Du hast ein gedämpftes Stöhnen, der Sack bewegt sich leicht. Okay, dann sollten wir den vielleicht nicht durchsuchen. Dann können wir nicht runter, ne? Ne, du musst auf eine Mitgliederwelt sein, um da runter zu gehen. Okay. Denn. Kann ich hier irgendwas klauen? Naja, aber nicht. Wie abgefuckt dieses Dorf einfach aussieht. Ja, okay, Leute, dann gehen wir auf Goblins klatschen und gönnen uns ihre Rüstung. Oh, hey. Grüne Rüstung am besten. Sie tragen ja immer noch nicht mal eine Goblin-Rüstung. Menschen nicht in Wunden rumstochen müssen. Warum ist die grüne Rüstung am besten? Grün, Feind, in grün die Farbe von Kohl sein. Fein und sein, was für ein dämlicher Reim. Es ist Spielverderber. Was ist denn so toll an Kohl? Kohl lecker so sein und nicht Kohl essen. Essen, nicht essen. Ich liebe Kohl. Es ist die Kohl aus Draenor essen. Essen, nicht essen. Lecker so sein. Auf meinen Lippen zu zersägen. Okay, fick dich doch, geh mir. Mir fällt ein, wir müssen aber eigentlich in Lumbridge die Faggots raggen. Die kleinen Goblins. Denn dort kriegen wir nur die braunen Rüstungen und die brauchen wir, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das mit roten oder grünen Rüstungen geht. Dass wir sie halt umfärben. Fucking Goblins. Oh Mann. Ah ja, gut. Ich will diesen Faggot raggen, Leute. Er muss sterben. Okay, cool. Gottlose Asche, okay. Gottlose Asche und Asche, toll. Naja, was soll's. Gottlos sollten... Kobolde sind doch Dämonen eigentlich. Sollten die halt nicht von Samarok sein. Und Samarok ist doch ein Gott, also ist das doch nicht gottlos, oder? Gott, was weiß ich. Gib mir eine Rüstung, Decker. Eine Rüstung, yeah. Ich brauch eine Rüstung. Oh, yeah. Ich glaube, ich brauche noch zwei Rüstungen sogar. Ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich die mir auch.
Mal sehen. Ladungsbogen, Alter. Ja, ich scheiß erstmal auf die Knochen. Obwohl, naja, ich nehme die Knochen mit. Die begrabe ich aber jetzt nicht unbedingt im Part. Weil EP in Gebet ist EP in Gebet, Leute. Und Gebet ist toll. Gebet ist einfach toll. In diesem Spiel. Boah, es wird ewig dauern. Ich glaube, ich gehe einfach mal die Scheiße kaufen. Ah, Alter, lässt du mir ein scheiß Brot kriegen. Na, wisst ihr was? Wir gehen das einfach kaufen jetzt. Auf nach Varrok. Varrok, da. Scheiß Goblin-Rüstung. Oh, ich hätte doch genau noch zwei auf Lager, tatsächlich. So ein Scheiß. Wie lange geht der Part denn schon? Ach, fast ein Stündchen, okay. Das geht ja noch, das geht ja noch. Der Kra. Ich vergrab sie einfach beim Laufen, ja. Ja. Okay, so viel dazu. Erstmal stehen bleiben. Ja, okay. Ja, wir haben bald ein Level ab. Nur noch 191 EP, das ist ja nichts. Bei Gebet ist das recht viel. Aber ich habe ja einen coolen MLG Pro Trick, wie wir Gebet trainieren können. Deshalb ist alles cool. Gehen wir zuallererst mal zur coolen Markthalle. Und hoffen einfach, dass wir scheiß Goblin-Rüstungen bekommen. Hätte mich vielleicht etwas besser vorbereiten sollen auf den Kack. Naja, was halt. Da kann ich auch gleichzeitig ein bisschen mehr Gold kaufen. Wenn wir schon mal in der Markthalle sind. Oh mein Gott. Der wird sterben. I missed viel weniger. Okay, wir nehmen uns seine Haut und seine Asche mit. Gut. Seine Haut und seine Asche, richtig gut. Hier ist leider echt gar niemand. Deshalb könnte sein, dass wir echt keine scheiß Goblin-Kacke bekommen. Wir gucken einfach mal. Goblin. Rüstung. Ich glaube, wir brauchen zwei Stück. Boah, die sind noch teuer. Na egal. Ja, so teuer auch nicht. Yeah! Amazing! Das spart Zeit. Und dann will ich mir, glaube ich, noch ein bisschen Gold kaufen. Wie viel brauche ich denn noch? Hab 6 Stück. 10. 5 Gold will ich noch, okay. Dann. Gold. Goldbarren. 5 Stück der K. Okay, amazing. Cool. Haben wir sogar noch ein bisschen Geld über. Geil. Dann müssen wir das nur noch... Ah, nein. Den wollte ich gar nicht anklicken. Dann müssen wir das nur noch kurz richtig machen. Ah, erstmal bringen wir den Shit weg. Dann den Shit hier hin. Alter, leck mich am Arsch. Ich hatte die ganze Zeit diese scheiß Rüstung an. Ich hätte sie mir nicht kaufen brauchen. Wo waren die denn? Ich hab die doch gerade noch gesehen. Hä? Wie viel AIDS habe ich denn gerade? Da! Oh, goddammit. Fucking Goblin-Scheiße, ey. Egal. Doppelt Hit besser. Nicht in diesem Fall. Okay. Ich glaube, wir müssen... Wir gehen erstmal nach Draenor. Aber ich meine, wir müssen nach Falador später. Verkauft die scheiß Goblin-Rüstungen einfach weiter gleich. Nach dem Part. Könnten sicher jemanden behilflich sein. Alter, da farm ich mir schon extra diese scheiß Goblin-Rüstungen, um hier vorbereitet zu sein. Und dann denke ich, hab sie verkauft. Dol, der Kacko, dol. Du hast doch noch blau, oder? Ja, blau ist Farbmittel. Färberweitblätter. Du hast keine Färberweitblätter. Okay, ich glaube, die bekommt man in Falador. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen wir nachgucken. Bei Färbeweitblätter, ich habe keinen Plan, woher mit diesem, von diesem Shit. Mir fällt ein. Ich glaube, wenn wir diese Mission abschließen, dann bekommen wir sogar Goldbarren. Das wird ja immer besser. Goldbarren sind immer ganz toll. Denn dann sind die Edelsteine nicht so nutzlos. Ich glaube, wir müssen mit einem Gärtner reden. Ich rede mal mit dem Faggot hier.
Ich bin der Chefgärtner hier, gell? Wenn Sie Farbweitblätter oder generelle Hilfe brauchen, dann bin ich Ihr Mann. Ja. Ja, bitte, ich brauche Farbweitblätter. Wie viel bieten Sie denn, gell? 10 Münzen? Nein, nein, das ist mir viel zu wenig. Wissen Sie nicht, wie schwierig die Blätter vom Farbwald zu bekommen sind? Früher hatte ich viele, aber irgendjemand hat sie alle gekauft. Ach, so ein Arschloch, okay, nein, keine Ahnung. 15. Okay, das klingt fair. 5 Gold mehr, toll. Wenn Sie noch mehr brauchen, ne? Ich glaube, wir brauchen 3 Stück. Oder mehr? Ich glaube, es waren 3. Wir versuchen es einfach mal mit 3. Dass man darauf kommt, dass man erstmal diese scheiß Wetter hier braucht, ne? Ist richtig eklig. Danke. Oh ja, kein Problem, der Kra. Okay. Also, auf zum Goblindorf. Ich glaube, wir können dann auch laufen. Nein, warte, was für Goblindorf? Wir gehen erstmal zum Trainer. Auf zum Goblindorf, ja, ja. Der Kra, ja, ja. Und. Ui! Wohin denn mit mir da lang? War doch der richtige Weg, oder? Nein, war es nicht. Oh Gott. Immer diese Orientierungslosigkeit, wenn ich aus einem Teleporter komme. Ich bin ein richtiger Laguna, Leute. Färb mit deinen Haarstellen. Ach, wir bräuchten sogar nur 2. Naja, was soll's. So, toll. Dann können wir den Stein eigentlich auch wegwerfen. Tschüss. Amazing. Okay, gehen wir zum coolen Goblindorf. Da lang. Oh Mann, die Mission zieht sich aber auch, hä? Da war die erste cooler und spannender. Naja, was soll's. Gehört auch zum Spiel, solche Missionen. Wird lustig, wenn ich, wenn wir in der Member-Welt sind und ich erstmal alles blind spiele. Das wird krass. Denn dann habe ich gar keinen Plan mehr vom Leben und dann werden wir wahrscheinlich öfter nachgucken müssen. Wobei, wir werden sehen. Ach, ich mag die Musik dieses Spiels. Das ist toll. Und da liegt irgendwas auf dem Boden. Was könnte es sein? Ach, das ist der Zamorak-Wein. Oh, ich bin voll der Rapper. Nehmen wir den mit? Ja, der kann kommen, wir nehmen den mit. Okay, erstmal wollen die mir alle auf den Sack gehen. Wir gehen lieber weg. Ich glaube, ich muss sie alle umbringen, bevor ich mir den Zamorak-Wein gönnen darf. Ich glaube, das mache ich mal irgendwann. Alter, ich will nicht kaputt. Boah, voll die Armee. Lauf, Chlorans, lauf. Scheiße. Okay, alles cool. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr, mich umzubringen. Nein, das sind die ja noch. Wollen sie mich noch töten? Scheiße, keine Ahnung. Ich laufe einfach dran vorbei. Okay, alles cool. Solche Pimmler. Schätze, ich muss super stark sein, meistens alle umbringen zu können. Ich weiß gar nicht mehr, was der Zamorak-Wein macht. Aber Wein an sich heilt recht gut. Deshalb wollte ich den jetzt mitnehmen. Rote Rüstung am besten. Nein, grün. Mensch, weggehen, wir beschäftigt. Ich habe eine blaue Rüstung. Pickelnase. Ja, Herr Wartens Gesicht. Dieser Rüstung anziehen. Er ist schon wieder. Was du denken? Das ist nicht gut. Keine Farbe für Goblins. Goblins dunkel. Erdfarbige Kleidung tragen. Ja, vielleicht braun gut. Mensch, uns holen braune Rüstung. Ich dachte, dass die Rüstung ist, die sie da vorgetragen haben. Egal, ein Versuch ist es wert. Rote Rüstung am besten. Nee, grüne. Mensch, wir sind beschäftigt. Ich habe hier eine braune Rüstung. Pickelnase! Diese Rüstung anziehen. Solche Faggots. Was du denken? Die Farbe mir gefallen. Ich mir vorstellen können, dass ich das tragen.
Wir haben geschafft, die braune Rüstung am besten. Danke, dass Sie uns helfen. Sie, diese Goldbarren als Belohnung nehmen. Yay. 5 HP in Goldbarren und EP in Handwerk. Awesome. Wow. Sehr gut. Nur ein Goldbarren bekommt Dol. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute für RuneScape Questlog. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Wenn es wieder heißt, Goblins sind cool oder so. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann, Leute. Ciao.